Scheiße, ey. Irgendwie müssen wir das Ganze anders anpacken. Wir müssen es mal auf eine neue Stufe heben. Also, ja, läuft doch ganz gut im Moment. Quatsch. Wir müssen die Dinge mal im größeren Zusammenhang sehen. Wovon redest du? Vergiss es. Hast du mal Feuer? Ich glaube, hinten meine Tasche. Guck mal. Scheiße. Gang rein. Nee. Doch, in der Kleinen. Guck genau nach. Mach die Augen auf. Boah, ein Krankenwagen. Was ist denn das? Ich glaube, das ist eine Uhr. Ist die beim Pokern gewonnen oder was? Ich glaube schon, ja. Peter, hast du einen Arsch offen oder was? Nee, ich habe die gewonnen. Und jetzt legst du bitte wieder da zurück, wo du sie hergenommen hast. Ja, mache ich. Okay, danke. Alter, spinnst du? Was? Du hast gerade eben 5000 Euro zum Fenster rausgeschmissen, ey. Ja und? Was ja und? Ja, wie was? Es geht ums Prinzip, verdammte Scheiße nochmal. Prinzip? Du mit deiner Scheißmoral, Mann, ey. Was hat das mit Moral zu tun, ey? Wenn die denken, dass wir normale Einbrecher sind, dann ist alles für den Arsch. Wenn wir uns in der Sache nicht einig sind, dann können wir es gleich bleiben lassen. Ja, okay, Mann, ich verstehe dich, ja. Ich kenne ja Kreuzberg, so Türken, ey, die verklickern mir das Ding für die Hälfte, für 2500, ey. Wir hätten eine halbe gemacht, ey. Ja. Du raffst es nicht, ne? Du willst es auch nicht raffen. Ah, die lag da so auf dem Regalchen, ja, und die funkelte mich an, ey, und ich dachte mir...